Liebe Studierende, mein Name ist Michael Ment, ich bin Professor für Kommunikationsnetze an der Uni Tübingen. Ich möchte Ihnen in dieser Präsentation die Organisation des Studiums in den Informatikstudiengängen an der Universität Tübingen erklären. Herzlich willkommen am Fachbereich Informatik. Der Fachbereich Informatik hieß früher Wilhelm-Schickert-Institut, abgekürzt WSI. Und dieser alte Name wird Ihnen hier und da auch noch begegnen. Der Fachbereich ist an drei Standorten ansässig, nämlich am Sand, auf der Morgenstelle und an der Maria-von-Linden-Straße 6. Die Arbeitsgruppen des Fachbereichs finden Sie am Sand und an der Maria-von-Linden-Straße 6. Und auf der Morgenstelle finden Sie die großen Hörsäle sowie die Mensa. Information ist wichtig. Wegen der Kontaktsperre in der aktuellen Corona-Krise ist es aber schwieriger als üblich, an Informationen heranzukommen, weil Sie Ihre Kommilitonen nicht treffen können und auch der Kontakt zu Professoren erschwert ist. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich selber über die Organisation des Studiums Gedanken machen und sich auskennen. Eine wichtige Seite für Sie ist die Homepage des Fachbereichs Informatik, die hier angegeben ist. Dort finden Sie Informationen zum Studium, Informationen zum Fachbereich und auch Informationen zu den Arbeitsgruppen, die für Sie relevant werden, wenn Sie Abschlussarbeiten schreiben. Die Dozenten des Fachbereichs arbeiten eng mit der Fachschaft zusammen. Die Fachschaft, das ist die Vertretung der Studierenden. Ihre Webseite finden Sie hier angegeben. Und die Fachschaft hat für Sie hilfreiche Infos und unterstützt Sie auch im Studium. Ganz wichtig ist für Sie die Mailingliste der Fachschaft, die Mailingliste InfoStudium. Sie können sie unter folgendem Link erreichen. In diese Mailingliste können Sie sich nur selber einschreiben aus Datenschutzgründen. Wir nutzen diese Mailingliste, um studienrelevante Informationen wie zum Beispiel Ankündigungen der Prüfungsausschüsse an Sie mitzuteilen oder auch sonstige kurzfristige Änderungen, die das Studium betreffen. Sie ist die einzige Möglichkeit des Fachbereichs, seine Studierenden zu erreichen. Und deswegen ist es für Sie sehr wichtig, dass Sie sich eintragen, ansonsten werden Sie wichtige Informationen nicht bekommen. Am Fachbereich Informatik werden unterschiedliche Studiengänge angeboten. Informationen zu diesen Studiengängen bekommen Sie auf dieser angegebenen Webseite. Für den Bachelor bieten wir an Bioinformatik, Informatik, Kognitionswissenschaft, Medieninformatik, Medizininformatik und Lehramt. Und im Master bieten wir noch zusätzlich den internationalen Studiengang Machine Learning an. Informationen zur Studienorganisation finden Sie ebenfalls auf der Webseite des Fachbereichs unter Studium Downloads. Dort finden Sie Ankündigungen, Formulare und sonstige wichtige Dokumente. Die Prüfungsordnung definiert den Aufbau des Studiums. Das schließt zu erbringende Prüfungsleistungen ein und Fristen, bis zu denen sie abgelegt sein müssen. Die Prüfungsordnung wird alle paar Jahre überarbeitet, vielleicht so alle 5 bis 10 Jahre, und für Sie gilt die Prüfungsordnung, die aktuell war, zu dem Zeitpunkt, als Sie das Studium aufgenommen haben. Sie ist die rechtliche Grundlage für Ihr Studium. Eine Prüfungsordnung besteht aus zwei Teilen, nämlich dem allgemeinen Teil, der für unterschiedliche Studiengänge gilt, und den besonderen Teil, der Studiengang Spezifisches regelt.
Weil die Prüfungsordnung relativ komplex und sperrig zu lesen ist, gibt es zusätzlich auch noch einen Studienplan. Er ist ein Vorschlag zur Implementierung des Studiums unter Berücksichtigung des aktuellen Vorlesungsangebots und einer speziellen Prüfungsordnung. Sie müssen nicht nach dem Studienplan studieren, Sie können auch davon abweichen. Insbesondere ist der Studienplan rechtlich nicht bindend, sondern nur die Prüfungsordnung. Der Präsenzaufwand von Veranstaltungen wird in Semesterwochenstunden angegeben, SWS abgekürzt. Beispielsweise gibt es Vorlesungen, die das Format 3 plus 1 haben. Das bedeutet, dass sie 3 Stunden Vorlesung pro Woche und 1 Stunde Übung haben, natürlich nur während der Vorlesungszeit. Der Arbeitsaufwand von Veranstaltungen wird insgesamt in ECTS angegeben. ECTS steht für European Credit Transfer System. Synonyme dafür sind Leistungspunkte, LP, oder auch Credit Points, CP. Ein ECTS entspricht 30 Stunden Arbeitsaufwand. Natürlich ist das sehr pauschal, denn der tatsächliche Aufwand für einen ECTS ist sehr individuell abhängig und tatsächlich auch abhängig von der jeweiligen Veranstaltung. Wir erwarten von Ihnen 30 ECTS pro Semester. Diese 30 ECTS können beispielsweise durch 3 Vorlesungen à 9 ECTS plus einem Seminar von 3 ECTS erreicht werden. Wenn Sie Ihr Studium planen, müssen Sie eventuell auch davon ausgehen, dass Sie eine Veranstaltung nicht bestehen. Und dann bleiben Sie unter dieser Marke von 30 ECTS. Deswegen kann es durchaus auch sinnvoll sein, insbesondere für leistungsstarke Studierende, mehr als diese 30 ECTS pro Semester zu belegen. Im Bachelorstudium erbringen Sie 180 ECTS in einer Regelstudienzeit von 6 Semestern. Im Nebenfachstudium sind 60 ECTS in Summe zu erwerben. Und im Masterstudium sind 120 ECTS in 4 Semestern zu erwerben. Das Studium gliedert sich in Module. Jedes Modul ist durch eine Modulnummer identifiziert und Module sind mit Veranstaltungen zu füllen. Module können entweder eine oder auch mehrere Veranstaltungen enthalten. Beispielsweise enthält das Modul Informatik 1 nur die Vorlesung Informatik 1, während das Modul Informatik A aus mehreren Veranstaltungen besteht, die dem Wahlpflichtbereich Informatik zugehören. Sie brauchen insgesamt 15 ECTS, um dieses Modul Informatik A zu füllen. Die inhaltliche Beschreibung der Module finden Sie im Modulhandbuch. Das Modulhandbuch ist ein offizielles Dokument, welches durch mehrere Gremien der Universität beschlossen wird, was aufwendig ist und einen langen Prozess bedeutet. Deswegen wird es nur sehr selten geändert. Veranstaltungen können nach Veranstaltungsart klassifiziert werden. Es gibt Vorlesungen, es gibt Seminare und Proseminare. Proseminare werden im Bachelor belegt, Seminare werden im Master belegt. Es gibt Praktika, es gibt Forschungsarbeiten, allerdings nur im Master, und es gibt Abschlussarbeiten, nämlich die Bachelorarbeiten und die Masterarbeiten. Veranstaltungen werden auch hinsichtlich Wahlfreiheit klassifiziert. Es gibt Pflichtveranstaltungen, die müssen Sie im Bachelor hören, und es gibt Wahlpflichtveranstaltungen, die können Sie hören.
Tatsächlich ist es so, dass Sie mehrere Wahlpflichtbereiche im Bachelor haben, für die Sie aus einer größeren Menge Vorlesungen oder Veranstaltungen aussuchen können, mit denen Sie diesen Wahlpflichtbereich füllen können. Wahlpflichtveranstaltungen werden drei unterschiedlichen Studienbereichen zugeordnet: Praxis, Technik und Theorie. Welchem Bereich eine Vorlesung zugeordnet ist, können Sie dem Vorlesungsverzeichnis entnehmen oder der Übersicht oder der Abbildungstabelle, auch Kreuzchenliste genannt, die Sie auf unserer Webseite finden. Die inhaltliche Beschreibung der Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungsverzeichnis. Dieses Veranstaltungsverzeichnis kann häufig geändert werden. Das ist wichtig, damit es aktuell bleibt. Veranstaltungen sind durch Veranstaltungsnummern identifiziert. Die erste Ziffer entspricht dem Hörerkreis. Ist die erste Ziffer eine 1, bedeutet es, dass es sich um eine Veranstaltung des ersten Studienjahrs Bachelor handelt. Ein Beispiel wäre INF 1110, das ist die Vorlesung Informatik 1. Eine 2 bedeutet, dass es sich um eine Veranstaltung im zweiten Studienjahr Bachelor handelt. INF 2310, Informatik der Systeme, wäre ein Beispiel. Allerdings hören Sie diese Vorlesung tatsächlich im ersten Studienjahr, nämlich typischerweise im ersten oder im zweiten Semester. Sie sehen also, das mit dem Hörerkreis passt nicht hundertprozentig. Die Vorlesungen, die mit einer 3 beginnen, werden dem dritten Studienjahr zugeordnet und sind typischerweise die Wahlpflichtvorlesungen. Ein Beispiel wäre INF 3331, Grundlagen des Internets. Diese Vorlesungen können Sie entweder als im fortgeschrittenen Bachelorstudium hören oder auch im Masterstudium, allerdings nur in beschränktem Bereich. Steht eine 4 als erste Ziffer, dann handelt es sich um eine Mastervorlesung. Ein Beispiel ist Info 4343 Network Security. Sie sehen auch, dass diese Nummern unterschiedliche Präfixe haben. INF oder Info steht für Informatik. Daneben gibt es auch noch Präfixe für Bioinformatik, Kognitionswissenschaften, Medieninformatik, Medizininformatik und so weiter. Die Bachelorstudiengänge sind wie folgt aufgebaut. Es sind insgesamt 180 ECTS abzuleisten in einer Regelstudienzeit von 6 Semestern. Sie dürfen bis zu 10 Semestern studieren. Wenn Sie länger benötigen, verlieren Sie den Prüfungsanspruch, das heißt, Sie werden exmatrikuliert und können Ihr Studium nicht mehr beenden, nicht mehr erfolgreich beenden. Es gibt auch eine Orientierungsprüfung, OP abgekürzt, und sie beinhaltet das Bestehen von Informatik 1 oder das Bestehen von Informatik 2 sowie das Bestehen von Mathematik 1 oder Mathematik 2 nach jeweils maximal 2 Versuchen, Prüfungsversuchen. Also Sie müssen die Klausur zu diesen Veranstaltungen spätestens im zweiten Versuch bestehen. Und zwar bis zum Ende des dritten Semesters. Ansonsten verlieren Sie ebenso den Prüfungsanspruch und werden exmatrikuliert. Im Bachelorstudium ist eine Bachelorarbeit zu absolvieren. Sie hat einen Arbeitsumfang von 15 ECTS inklusive Abschlussvortrag und dauert 4 Monate. Das Masterstudium umfasst 120 ECTS und ist in einer Regelstudienzeit von 4 Semestern zu absolvieren. Sie dürfen maximal 7 Semester studieren. Es gibt keine Orientierungsprüfung und die Masterarbeit am Ende des Studiums umfasst 30 ECTS inklusive Abschlussvortrag. Sie dauert 6 Monate. Sowohl für die Bachelorarbeit als auch für die Masterarbeit können Sie auch noch eine kleine
Einarbeitungszeit in Anspruch nehmen. Details sind aber mit dem jeweiligen Betreuer abzusprechen. Wichtige Portale. Es gibt für Veranstaltungen Lehrplattformen. Beispiele sind Moodle oder Ilias. Hier sehen Sie die Links zu diesen Lehrplattformen. Sie werden zur Verwaltung der jeweiligen Veranstaltung benötigt. Dort können Sie sich zu Beginn der Veranstaltung einschreiben. Dazu ist Ihr Unilogin notwendig. Sie finden in diesen Portalen Infos zur Organisation der Lehrveranstaltung. Sie können Skripte und Übungsblätter herunterladen, eventuell ein Vorlesungsvideo oder Sie finden dort den Zugang zum Livestream. Über dieses Portal können Sie auch Übungsblätter einreichen und der Dozent kann mit Ihnen per E-Mail kommunizieren. Allerdings ist diese Kommunikation nur auf die Studierenden dieser einen Vorlesung eingeschränkt, weil nur die Studierenden, die an der Vorlesung teilnehmen, natürlich auch dort registriert sind. Daneben gibt es das Studentenportal. Bis Wintersemester 2019/20 war das Campus und ab Sommer 2020 ist das nun das neue ALMA-System. Hier finden Sie auch die Links zu diesen Systemen. Einerseits finden Sie dort das Vorlesungsverzeichnis, das heißt Informationen zur Veranstaltung, Uhrzeit, Ort, Klausurtermine, eventuell noch Inhaltsangabe und Infos zur Einschreibung. Im Studentenportal werden auch die Studierenden verwaltet. Über diese Studentenportale funktioniert die Bewerbung für die jeweiligen Studiengänge und die Verwaltung von Studienleistungen. Insbesondere melden Sie sich auch über die Studentenportale zu Prüfungen an, das heißt zu Klausuren, zu Seminaren, zu Praktika und zu Abschlussarbeiten. Wie nehmen Sie an Veranstaltungen teil? Zuerst melden Sie sich in der jeweiligen Lehrplattform unter dem gewünschten Kurs an. Dort können Sie dann Vorlesungsmaterialien herunterladen. Sie nehmen an Präsenzveranstaltungen teil, also an den Vorlesungen in den Hörsälen, was zurzeit nicht möglich ist. Alternativ nehmen Sie an den Livestreams teil, die stattdessen angeboten werden, oder Sie studieren von den Dozenten bereitgestellte Lehrvideos. Sie müssen auch am Übungsbetrieb teilnehmen. Der gestaltet sich üblicherweise wie folgt. Jede Woche gibt es ein Übungsblatt zum Vorlesungsstoff. Das bearbeiten Sie möglicherweise gemeinsam mit noch einem anderen Kommilitonen und geben es am Ende der Woche ab. Dieses Übungsblatt wird korrigiert und Sie erhalten Übungspunkte darauf. Das Übungsblatt wird zusätzlich dann noch in einer Übungsgruppe besprochen, die normalerweise eine Präsenzübung ist. In der aktuellen Corona-Krise wird es dafür virtuelle Möglichkeiten geben. Am Ende des Semesters findet eine Klausur statt. Ihr Bestehen ist für den Erwerb von Leistungspunkten notwendig. An der Klausur können Sie nur dann teilnehmen, wenn Sie zugelassen sind. Und dafür ist zum Beispiel das Erreichen einer Mindestpunktzahl an Übungspunkten Voraussetzung. Wenn Sie die Zulassung haben, können Sie sich im Studentenportal zur Klausur anmelden und danach an der Klausur teilnehmen. Wenn Sie die Hauptklausur am Ende des Semesters bestehen, ist alles gut. Wenn Sie sie nicht bestehen, gibt es möglicherweise noch eine Nachklausur zu Beginn des nächsten Semesters.
Ich sage möglicherweise, denn das ist nicht bei jeder Veranstaltung so. Und in manchen Veranstaltungen ist es auch so, dass Sie an der Hauptklausur teilgenommen haben müssen, um für die Nachklausur zugelassen zu werden. Umgekehrt ist es so, dass wenn Sie die Hauptklausur bestehen, dann können Sie zum Beispiel zur Notenverbesserung nicht nochmal an der Nachklausur teilnehmen. Die Nachklausur kann notwendig sein, damit Sie die Orientierungsprüfung noch bestehen. Ein Beispiel wäre, Sie sind im dritten Semester und fallen in der Hauptklausur in Informatik 2 durch. Sie brauchen aber die Informatik 2, um Ihre Orientierungsprüfung zu bestehen. Die Nachklausur findet in der Regel zu Beginn des nächsten Semesters statt, nämlich zu Beginn des vierten Semesters. Die Nachklausur zählt allerdings noch zum vorherigen Semester dazu, sodass Sie auch zu Beginn des vierten Semesters noch die Orientierungsprüfung bestehen können, die zum Ende des dritten Semesters bestanden sein muss. Also hier haben wir eine kleine Inkonsistenz zu Ihren Gunsten eingebaut. Zur Studienplanung. Lesen Sie den empfohlenen Studienplan. Das hilft sehr viel weiter. Im Vorlesungsverzeichnis finden Sie eine Auflistung aller angebotenen Vorlesungen für das aktuelle und für die vergangenen Semester. Die Vorlesungen finden oftmals im Jahresrhythmus statt und insofern können Sie erahnen, welche Vorlesungen in zukünftigen Semestern stattfinden werden, was für Ihre Studienplanung interessant sein kann. Es gibt jedoch manchmal Ausnahmen von dieser Jahresregel. Beispiele dieser Ausnahmen sind: Eine Veranstaltung wird von einem externen Dozenten angeboten, der nur zeitweise an der Uni arbeitet. Oder von einem Nachwuchswissenschaftler, der nach einer gewissen Zeit die Uni verlässt und an eine andere Uni wechselt. Oder der Dozent hat ein Forschungssemester, dann findet eine Veranstaltung in einem Jahr mal nicht statt. Oder ein Dozent hat in einem Jahr eine Grundstudiumsvorlesung, welche eine zusätzliche hohe Arbeitsbelastung darstellt, und deswegen kann er eine andere Vorlesung in diesem Semester nicht anbieten. Das wären typische Ausnahmen von diesem Jahr, das wären Gründe, die zu Ausnahmen von so einem Jahresrhythmus führen können. Bei der Studienplanung sollten Sie beachten, dass Sie für die drei Studienbereiche Praxis, Technik und Theorie genügend Punkte zusammen haben. Es reicht also nicht aus, nur in Summe genügend ECTS zu erreichen, sondern die ECTS müssen auch auf die drei Studienbereiche entsprechend der Prüfungsordnung aufgeteilt sein. Am Ende des Studiums steht die Abschlussarbeit. Die können Sie entweder innerhalb der Uni oder außerhalb der Uni anfertigen. Wenn Sie eine Abschlussarbeit in einer Arbeitsgruppe an der Uni absolvieren möchten, dann benötigen Sie hinreichend Vorwissen im jeweiligen Fachgebiet. Das erfordert eine frühzeitige Planung, damit Sie auch im Bereich dieser Arbeitsgruppe Veranstaltungen belegen können, damit Sie auch Wissen in diesem Fachgebiet aufbauen können. Zusätzlich ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Betreuer ratsam. Sie können auch eine externe Arbeit anfertigen, allerdings ist es dazu wichtig, einen internen Gutachter zu haben. Gutachter sind die Professoren des Fachbereichs. Es ist allerdings nicht so einfach, für externe
Arbeiten einen internen Gutachter zu bekommen, denn die Arbeiten sollten im Arbeitsgebiet des jeweiligen Professors liegen und die Arbeiten sollen auch einen Mindestanspruch an Wissenschaftlichkeit genügen. Und kein Professor ist verpflichtet, eine externe Arbeit zu begutachten. Das müssen Sie alles vorab mit dem jeweiligen Gutachter besprechen. Es gilt immer die Regel, zuerst brauchen Sie einen Gutachter, erst dann können Sie mit der Arbeit beginnen und anmelden. Es kann im Studium zu Problemen kommen und dann ist die Studienberatung wichtig. Probleme im Studium äußern sich am Ende durch die Überschreitung von Fristen. Von der Frist zur Erbringung der Orientierungsprüfung und die Frist, die 10 Semester bzw. 7 Semester Frist der maximalen Studiendauer. Wenn Sie diese Fristen überschreiten, droht Ihnen der Verlust des Prüfungsanspruchs. Dann werden Sie exmatrikuliert und können Ihr Studium nicht mehr erfolgreich abschließen. Das bedeutet auch, dass kein anderes verwandtes Studium an der Uni Tübingen mehr möglich ist. Das heißt, wenn Sie in Informatik den Prüfungsanspruch verlieren, können Sie an der Uni Tübingen auch nicht mehr Bioinformatik, Medieninformatik, Medizininformatik, Kognitionswissenschaft, Machine Learning oder Lehramt studieren. In der Regel geht das dann auch nicht mehr an anderen Universitäten, möglicherweise auch nicht mehr an Fachhochschulen. Dessen sollten Sie sich bewusst sein. Wodurch können Probleme im Studium auftreten? Zum Beispiel durch Krankheit in Prüfungsphasen, sodass Sie keine Prüfungen mitschreiben können und das Semester de facto für Sie verloren ist. Oder durch eine längere Krankheit während des Semesters, sodass Sie gar nicht in der Lage sind, sich das Wissen für die jeweilige Veranstaltung zu erwerben. Oder möglicherweise, dass sie mit dem Stoff der Veranstaltung generell Probleme haben. Mögliche Lösungen dafür sind ärztliche Atteste. Wenn Sie nämlich unverschuldet eine Prüfung nicht mitschreiben können, dann kann das am Ende Ihres Studiums positiv für Sie gewertet werden. Dann würden Sie möglicherweise eine Verlängerung der Prüfungsfrist bekommen. Oder wenn abzusehen ist, dass Sie ein ganzes Semester ausfallen, wenn das frühzeitig abzusehen ist, dann nehmen Sie bitte ein Urlaubssemester wegen Krankheit oder beispielsweise auch um einen Angehörigen zu pflegen. Auch dafür können Sie ein Urlaubssemester nehmen. Wenn Sie kleinere Probleme im Studium haben oder bei der Studienplanung Hilfe benötigen, dann wenden Sie sich bitte an die Studienberatung unter der E-Mail studienberatung@informatikunitübingen.de. Diese wird in der Regel von Studierenden durchgeführt. Wenn Sie größere Probleme haben und Beratung bei Schwierigkeiten und Anerkennungsfragen brauchen, dann wenden Sie sich bitte an die studienfachberatung@informatikunitübingen.de. Die wird von der Frau Leonie Fress durchgeführt. Diese Studienfachberatung gibt es nur für den Bachelor und Master Informatik. Für die anderen Informatikstudiengänge gibt es diese Studienfachberatung nicht. Wenn Sie größere Probleme haben oder sagen wir mal große Probleme haben, dann gehen Sie bitte zum Vorsitzenden des jeweiligen Prüfungsausschusses und dieser wird dann versuchen, mit Ihnen eine Lösung zu finden, falls diese existiert. Wer sind die Verantwortlichen für den Lehr- und Prüfungsbetrieb? Darüber finden Sie eine Übersicht auf den Seiten des Fachbereichs unter Studium,
Ansprechpartner und Organisation. Zum einen ist das der Studiendekan oder die Studiendekanin. Sie ist zuständig für die Organisation der Lehre am Fachbereich und somit verantwortlich für das Vorlesungsangebot. Sie leitet die Studienkommission, die das Vorlesungsangebot verabschiedet und auch Vorlesungsumfragen durchführt und analysiert. In dieser Studienkommission sind auch Studierende vertreten. Wenn der Fachbereich nur einen Studiendekan bzw. Studiendekanin hat, gibt es für jeden Studiendekan, für jeden Studiengang ein Prüfungssekretariat. Dieses Prüfungssekretariat verwaltet Ihre Prüfungsleistungen im jeweiligen Studentenverwaltungsportal und die Ansprechperson ist die Prüfungssekretärin. Sie nimmt auch Anmeldungen entgegen, die nicht über Campus bzw. ALMA laufen. Der Prüfungsausschuss existiert auch für jeden Studiengang. Er überwacht die Prüfungsleistungen und die Ansprechperson ist der Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss tagt zweimal im Semester und auch hier sind Studierende vertreten. Der Prüfungsausschuss fasst wichtige Beschlüsse hinsichtlich des Studiums, wenn es Änderungen gibt und so weiter. Und diese Beschlüsse finden Sie ebenfalls auf den Seiten des Fachbereichs unter Downloads, Informationen und Formulare. Der Prüfungsausschuss entscheidet über Anträge. Zum Beispiel können Sie sich auswärtige Prüfungsleistungen einer anderen Hochschule oder Prüfungsleistungen aus einem anderen Studiengang für Ihren Studiengang anerkennen lassen, wenn das inhaltlich auch passt. Oder wenn Sie an die maximale Semestergrenze stoßen, aber unverschuldet ein oder mehrere Semester nicht studieren konnten, dann können Sie einen Härtefallantrag stellen, sodass Sie nach 7 bzw. 10 Semestern noch nicht exmatrikuliert werden. Der Prüfungsausschuss entscheidet dann über diesen Härtefallantrag. Es gibt Studierende mit körperlichen oder seelischen Behinderungen, denen es nicht möglich ist, das Studium innerhalb der geforderten Zeit zu absolvieren. Und für diese Studierenden gibt es einen Nachteilsausgleich, der ebenfalls beim Prüfungsausschuss zu beantragen ist. Erfolgreiches Studieren. Die Informatikstudiengänge stellen ein anspruchsvolles Studium dar. Dafür benötigen Sie ein hohes Abstraktionsvermögen und Fleiß. Wir haben eine relativ hohe Abbrecherquote und häufig auch eine stark gespreizte Notenverteilung. Ein Beispiel sehen Sie hier auf dieser Folie. Beginnend ganz rechts haben wir die 1,0, dann die 1,3, 1,7, 2,0, 2,3, 2,7, 3,0, 3,3, 3,7, 4,0 und 5,0. Das sind die Noten, die im Studium vergeben werden. Und anhand dieser Notenverteilung aus einer meiner Mastervorlesungen sehen Sie, dass es einerseits viele Studenten mit sehr guten Noten gibt, und andererseits auch sehr viele Studenten, die den Kurs nicht bestanden haben. Sie können daraus auch ersehen, dass die Klausur nicht zu schwer gewesen sein kann. Und es überrascht Sie möglicherweise nicht, wenn ich Ihnen verrate, dass in speziell diesem Kurs etwa 20 Leute in der Vorlesung anwesend waren. In der Prüfung waren es 35. Also insofern braucht uns die hohe Durchfallerquote nicht zu stark zu wundern. Das heißt also, damit Sie erfolgreich studieren können,
müssen Sie in die Vorlesung gehen, Sie müssen Ihre Übungen machen, nur dann haben Sie hinreichend Kompetenz im jeweiligen Fachgebiet aufgebaut, um an der Klausur erfolgreich teilnehmen zu können. Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind, denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg. Was müssen Sie dafür tun? Sie müssen an den Vorlesungen und am Übungsbetrieb teilnehmen. Sie müssen mit Engagement und Aufmerksamkeit die Veranstaltungen verfolgen. Sie müssen die Übungsblätter selber lösen bzw. mit Ihrem Übungspartner. Sie dürfen nicht plagiieren. Und Sie sollten an Lern- und Motivationsgruppen teilnehmen. Ja? Alleine studiert sich's schlecht, es macht auch weniger Spaß. Schauen Sie, dass Sie Freunde im Studium finden und mit ihnen zusammenarbeiten. Das ist sehr wichtig für den Erfolg im Studium. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Krise leicht gesagt. Aber auch hier ist es möglich, über Videokonferenzen zusammenzuarbeiten und das müssen Sie einfach lernen. Sobald sich Probleme im Studium abzeichnen, sollten Sie die Studienberatung aufsuchen, damit es nicht wirklich zu größeren Problemen kommt. Was ist das Studium und was ist es nicht? Die Inhalte des Informatikstudiums sind vor allem die Theorie, die Sie als Basis zum Verständnis der Praxis benötigen. Das Studium enthält aber auch praktische Elemente, wie zum Beispiel Praxisvorlesungen, zum Beispiel von externen Dozenten oder auch Praktika, die an der Uni durchgeführt werden, oder auch Abschlussarbeiten sind mehrheitlich praktischer Natur. Allerdings vermittelt das Studium nur Basiskenntnisse und weniger Routine. Ja, das heißt, Sie lernen im Studium, wie Programmieren funktioniert, aber die Routine darin können nur Sie sich selbst erwerben. Und genauso schaut es beim Umgang mit Soft- und Hardware aus. Das bedeutet also, so wie Geisteswissenschaftler Praktika machen, sollten Informatiker sich auch selbstständig mit Programmierung und mit Systemen weiterbilden, damit sie hinreichend Routine im Programmieren und im Umgang mit Soft- und Hardware bekommen. Das ist etwas, was das Studium selber nicht leisten kann. In der Zeit Ihres Studiums sollten Sie auch Wert legen auf die Förderung von Persönlichkeit und zukünftiger Karriere. Dafür ist es hilfreich, wenn Sie eine Zeit lang im Ausland studieren. Hierfür ist eine frühzeitige Organisation notwendig und das bedeutet deutlich mehr als ein Jahr vorher. Informationen dafür finden Sie auf dieser Webseite. Auch Stipendien sind gut für Persönlichkeit und Karriere. Stipendien bedeuten nicht nur Renommee oder zusätzliches Geld, sondern über Stipendien wird auch die Vita an sich gefördert. Sie lernen andere Stipendiaten, leistungsfähige Studierende kennen, die sich gegenseitig auch darin bestärken, Leistungsträger der Gesellschaft zu sein. Voraussetzungen für Stipendien sind gute oder sehr gute Leistungen und für die meisten Stipendien benötigen Sie auch gesellschaftliches Engagement. Es sollen also keine Fachidioten gefördert werden, sondern ganzheitliche Persönlichkeiten, die auch das Wohl der Gesellschaft im Blick haben. Wenn Sie sich für Stipendien bewerben wollen, sollten Sie auch frühzeitig daran denken und gesellschaftliches Engagement zeigen. Auch für Stipendien ist eine frühzeitige Bewerbung notwendig, denn die meisten Stipendien erfordern noch eine hinreichend lange Reststudienzeit, die sich an der Regelstudienzeit bemisst.
Weitere Informationen zu Stipendien finden Sie auf der Webseite von Stipendium Plus. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt und wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg im Studium.